Hallo und herzlich willkommen zu den Literaturshorties bei Beusen und Mauke. Heute habe ich mal keine Neuerscheinung, sondern mal ein großes Lieblingsbuch, ein kleines großes Lieblingsbuch. Eins dieser Bücher, die man 100-mal verkauft hat und auch verschenkt hat und die einem immer wieder über den Weg laufen und immer, wenn man es sieht, denkt man, ach ja, das war aber schön. So ein Buch ist dieses, Paolo Cognetti, 8 Berge. Inzwischen bei Penguin im Taschenbuch für 12 Euro. Wir hören die Geschichte von Pietro und Bruno, die seit Kindesbeinen an befreundet sind, weil die Eltern des einen ein Ferienhaus haben in einem kleinen italienischen Bergdorf, wo Pietro wohnt. Die beiden verbringen ihre Sommer miteinander, die stauen die Bäche, die strotzen durch die Wälder und machen sich schöne, wilde, freiheitliche Sommer. Und als sie langsam erwachsen werden, trennen sich ihre Wege. Bruno geht nach Mailand und studiert, zieht in die große, weite Welt als Filmemacher, sieht viel, lernt viel, ist viel unterwegs. Und Pietro bleibt in seinem Dorf und versucht, die Käserei seines Onkels wieder zum Laufen zu bringen. Irgendwann als Erwachsene treffen die beiden sich wieder und das ist dann eine sehr spannende Begegnung, weil diese beiden noch ganz viel verbindet von dieser alten Freundschaft und trotzdem haben sie so unterschiedliche Leben gelebt und dann wird es richtig einfühlsam und spannend und schön, wie die beiden miteinander umgehen. Und 8 Berge heißt es, weil Bruno, der Weltgänger, ein tibetanisches Glaubensmodell gelernt hat, nämlich das der 8 Berge, was die Frage stellt, welcher Mann der Klügere ist. Der alle 8 Berge bereist hat und bei allen 8 Bergen auf den Gipfel geklettert ist, oder derjenige, der im Zentrum geblieben ist und nur einen einzigen Berg für sich erkundet hat. Und steht natürlich einmal für den weitgereisten Bruno und für den Pietro, der in seinem Bergdorf bleibt. Wie es ausgeht, was dann passiert, finden die beiden zusammen ja oder nein und warum und wie, das kann man noch nicht mal im Ansatz erzählen, das müssen sie lesen und das ist ganz, ganz wunderbar und das ist so ein alles über alles Lieblingsbuch mit ganz viel klugen Dingen, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Sie lesen es und sind einfach hinterher klüger und ein besserer Mensch, glaube ich sogar auch. Paolo Cognetti, 8 Berge, Penguin, 12 Euro.